Ich hab's getan. Ich hab mir die Electric Sunburst Deluxe gekauft. Jetzt knallt's. Sagen solide, oder? Jetzt weißt du, wie sie klingt und jetzt zeige ich dir, wie sie funktioniert. Gut, schauen wir uns das Interface von der Electric Sunburst Deluxe mal an. Das ist hier in zwei Teile geteilt und zwar hast du einmal die Sunburst Deluxe Melody und einmal die Sunburst Deluxe ganz normal. Das ist im Prinzip das gleiche wie die Electric Sunburst, das ältere Modell, das wir vorher schon hatten. Ich habe jetzt hier mit dieser Melody eingespielt und du siehst, du hast hier eine Melody-Sektion und eine Pattern- oder Pattern-Sektion. Ich bin jetzt hier in der Melody-Sektion und jetzt kann ich hier über mein MIDI-Keyboard, so wie ich es gerade gemacht habe im Intro, einfach Töne anspielen. Hier. Ja, mache ich einfach hier über mein MIDI-Keyboard und er spielt mir die Töne direkt an im ausgewählten Modus. Du kannst hier oben, wir fangen mal links an, hier links oben in diesem Kästchen ein Vibrato auswählen. Das machst du über dein Pitchband hier. Nee, halt, das Pitchband ist das zweite, was ich jetzt gemacht habe. Und du kannst auch ein Vibrato auswählen, das ist über das Modulationswheel von deinem MIDI-Keyboard. Also das ist schon mal nicht schlecht und damit kannst du sehr schöne und sehr genaue menschliche Artikulationen machen, zum Beispiel um Spannung zu erzeugen. Hier rechts hast du dein Sound-Preset. Ich bin jetzt in Clean Blue und jetzt hast du hier sehr, sehr viele Sound-Presets, aus denen du auswählen kannst. Ich nehme jetzt mal hier Dark Highway. Du kannst natürlich auch verzerrte Gitarren raussuchen, das habe ich jetzt gerade auch im Intro gemacht, das siehst du hier, das sind dann hier diese High-Gain-Sachen, Stoner Rock und so weiter. Also hier sind deine Sound-Presets, die du dementsprechend zuordnen kannst. Interessant ist hier unten auch noch, genau, kann ich immer hochziehen, hier unten auch noch das MIDI-Keyboard. Da siehst du korrespondierend dazu, was ich auf meinem MIDI-Keyboard mache, jetzt hier unten auf diesem virtuellen Keyboard. Und hier hast du zum einen mal Funktionstasten. Das ist jetzt hier in der melodischen, habe ich hier diese gelben Funktionstasten für die Melodien. Das heißt, ich kann hier verschiedene Pattern auswählen. Wir gehen jetzt aber mal hier in die Pattern-Sektion. Und da hier habe ich korrespondierend dazu diese roten Tasten. Wenn ich jetzt auf diese rote Taste drücke, dann siehst du schon, dass er hier mir dieses Pattern aktiviert. Das ist jetzt ein kompletter, fertiger Rhythmus. Ja? Siehst also, ich kann hier unten meinen Rhythmus auswählen. Das sind verschiedene Rhythmen. Verschiedene Pattern und hier oben kann ich greifen. Ja, jetzt greife ich einfach mal dieses Pattern. Ja, also die farbigen Tasten sind Funktionstasten und die blauen Tasten, über die greifst du die Akkorde, die du spielen möchtest. Gehen wir jetzt mal zur zweiten Sektion der Sunburst Electric über. Das ist jetzt eine reine Rhythmusgitarre. Das heißt, mit dieser Gitarre kannst du keine Melodien spielen, sondern nur Rhythmen. Du hast hier deinen Song-Browser und hier kannst du verschiedene Themenbereiche oder Songs auswählen. Ich habe jetzt hier Primetime gewählt, das ist eher so für einen Pop-Bereich. Du kannst Straight Forward wählen, das ist für einen Rock-Bereich. Das spielt er so Achtel, Bonfire, Rock School, Rock Hard, du hörst es schon. Da spielt er verschiedene Pattern,
die zu einem bestimmten Songgenre passen. Ich habe jetzt hier Primetime ausgewählt und auch hier kannst du wieder anwählen über die Funktionstasten hier unten oder ich kann die einfach mit der Maus anklicken. Das Primetime klingt jetzt so. Mal eine Oktave höher. Und jetzt kann ich hier ein anderes Pattern anspielen. Das ist jetzt das gleiche, nicht gemutet. Du kannst auch Arpeggios anspielen. Okay, also hast du sozusagen verschiedene Songparts hier. 1, 2, 3, 4, 5 und ein Arpeggio-Pattern. Und das ist in dem ganzen Song-Browser im Prinzip immer gleich. Du kannst verschiedene Song-Parts sozusagen auswählen und er spielt verschiedene Rhythmen. Was aber jetzt richtig cool ist, eine große Stärke von diesem Session-Guitarist ist, was ist, wenn dir jetzt hier ein Rhythmus nicht gefällt oder du findest einfach in diesem Song-Browser keinen Rhythmus. Und dann kennst du das ja aus dem Proberaum vielleicht auch schon mal, wenn du zu deinem Gitarrist sagst, hey, kannst du den und den Rhythmus spielen? Und der Gitarrist sagt, ja klar, kann ich den Rhythmus spielen? Und dann sagst du, spiel doch mal. Und dann kann er es aber eben einfach doch nicht spielen. Und das Coole ist, genau das Gleiche kannst du mit der Electric Sunburst auch haben. Wenn du jetzt hier in so einem Slot hier die Lupe anklickst, dann kommst du in den Pattern-Browser. Hier gibt es verschiedene Pattern, die du jetzt mischen kannst. Das heißt, du kannst aus einem anderen Thema einfach auch hier ein Pattern reinladen. Oder du kannst ihm sagen, welchen Rhythmus du gerne hättest. Und er sucht dann einen raus, der so ähnlich ist. Oder er sucht dann raus, ob er einen Rhythmus findet oder ob er genau den Rhythmus findet, den du gerne möchtest. Und dazu gehst du erst hier auf Clear und dann auf die Record-Taste. Und sagen wir mal, ich möchte jetzt so straightforward 8, so dumm, 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 dumm. Dann gebe ich die hier einfach ein, ich kriege gleich einen Einzähler und dann tippe ich hier einfach den Rhythmus drauf ein, den ich gerne hätte, dass er spielt. Okay, hier steht schon straightforward, hören wir mal rein. Okay, den kann ich mal bestätigen und schwupps habe ich jetzt dieses Straightforward-Pattern hier auf E1 gemappt. Okay, so kannst du praktisch dem Session-Guitarist sagen, ich möchte diesen Rhythmus haben und er spielt ihn dann für dich. Und das ist ein recht starkes Feature. Was noch irrer ist, du kannst diesen Rhythmus jetzt auch nochmal nachbearbeiten. Und zwar geht das hier über diese Sektion. Wenn du hier das Informationsfenster öffnest, kannst du diesen Loop jetzt zum Beispiel auch kürzen, dann spielt er nur die Hälfte ab. Wenn es dann immer noch nicht passt, kannst du den Loop auch verschieben. Schau mal, ich kann ihn jetzt hier zum Beispiel nach vorne oder nach hinten verschieben. Halt, Entschuldigung, es geht hier über Shift. Siehst du das? Jetzt verschiebe ich den und jetzt fängt er hier nicht auf, jetzt fängt er hier auf einen Downbeat an. Und so solltest du tatsächlich in der Lage sein, jeden Rhythmus zu suchen, den du irgendwie findest, indem du diese Pattern hier verkürzen kannst oder verschieben kannst. Schauen wir uns mal die Guitar-Settings-Sektion an. Das ist die hier. Hier kannst du zwischen den verschiedenen Pickups wählen. Das sind also einfache Soundeinstellungen, die du wählen kannst. Du kannst Fret-Noise laut oder leise dazu machen. Es ist sogar ein Mikrofon platziert worden, direkt vor den Saiten, um den Plektrum-Sound, der drüber schrappt, über die Saiten mit aufzunehmen. Du hast hier den AmpFX-Browser. Hier kannst du verschiedene Effekte wählen. Also es ist schon eine Effektkette reingeladen. Du kannst aber auch selbst hier nochmal Effekte reinladen oder du kannst die Reihenfolge der Effekte ganz einfach ändern, wenn du möchtest. Also hier kannst du dich auch wild austoben und jeden erdenklichen Sound basteln, den du dir nur wünschen kannst. Dann gehen wir hier in die Playback-Sektion und hier ist es auch noch ganz lustig. Hier kannst du über das Playback bestimmen, also das Playback-Verhalten der Gitarre bestimmen. Du kannst einen Swing einbauen. Also wir können sie mal swingen lassen, mal probieren. Jetzt fängt er an zu swingen. Okay, du kannst sie doppelt so schnell zum Beispiel spielen lassen. Oder halb so schnell. Also sie ist schon sehr versatil, du kannst mit dem Rhythmus sehr, sehr viel anstellen. Und du kannst auch bestimmen, wie er stoppen soll, ob er weiterspielen soll oder ab wann er stoppen soll, wenn du die Taste loslässt, mit der er abspielt. Ich probiere jetzt die Gitarre hier, die ich eingestellt habe, dieses Primetime, eher so eine Elektropop-Gitarre. Am Anfang habe ich ja eher so was Rockiges gespielt.
nochmal auf so einen Dance-Rhythmus einzusetzen, um zu schauen, ob die Electric Sunburst hier auch taugt. Also du siehst, auch auf so eine House-Produktion oder Dance-Produktion kannst du die Electric Sunburst innerhalb kürzester Zeit einsetzen. Und ich habe jetzt hier nur Presets benutzt. Ich wollte dir noch kurz einfach das Piano-Roll-Fenster zeigen. Du siehst hier unten die Funktionstasten, das war Pattern 1. Hier habe ich die Funktionstaste gewechselt, da hat er dann angefangen, das Arpeggio-Pattern zu spielen. Und hier oben habe ich die Akkorde gegriffen. Also ich finde das schon beeindruckend, wie schnell diese Gitarre hier einsatzbereit ist. Und auch die Samples, die klingen wirklich hervorragend. Daher nochmal meine Frage an dich. Könnte diese Gitarre, dieses virtuelle Plugin, das ist eine gefährliche Frage, könnte die einem Studio-Gitarristen gefährlich werden? Was meinst du dazu? Schreib's mir mal unten in die Kommentare. Wird es das nie geben, dass so ein Plugin einem Studio-Gitarristen überlegen ist? Oder kommt es tatsächlich ran, wenn diese Gitarre hier noch in den Artikulationen noch ein bisschen verfeinert wird? Das würde mich interessieren. Schreib es mir mal unten in die Kommentare bitte. Wenn du dich für virtuelle Instrumente interessierst, dann empfehle ich dir unbedingt eins dieser beiden Videos. Da habe ich dir einmal den Scarby Funk Guitarist vorgestellt, auch von Native Instruments. Das ist eine Funk-Gitarre, die du programmieren kannst. Oder die Strummed Acoustic, das ist eine akustische Gitarre, die du programmieren kannst. Und die auch sehr, sehr überzeugende Ergebnisse liefert und über die ich hier schon Reviews gemacht habe. Wenn dir es gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du das Video teilst oder mir einen Daumen nach oben gibst. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Bis bald. Ciao.